So, und damit herzlich willkommen, ihr lieben Drachen draußen und sonstige Leute, die gerne meine Streams schauen. Heute wieder zu einer Show mit... Nein, nicht mit Stone, der sitzt jetzt gerade nur so da. Der bezieht sich gleich in die Ecke. Vielleicht, ich bin Live-Zuschauer, wenn nicht. Dann solltest du auch in den Chat gehen, ja? Dann gleich mit dem Alex hier. Aber wie ihr wisst, werde ich erstmal ein bisschen trallern und euch nochmal was Lustiges zeigen. Und vor allen Dingen erstmal meine Kopfhörer einstöpseln. Wow, bin ich gut. Hätte ich die ganze Zeit machen können. Wow. Gut, jetzt ist ja. Alex hat sich aber optisch verändert. Ja, genau. Das denke ich auch manchmal. Nein. So, jetzt einmal wieder, wie immer, eine kleine Begrüßung. Und dann... Ich gehe schon. Gut. Ich grüße euch Drachen hier zu meiner Show. Halli, hallo. Schön, dass ihr heute hier seid, nicht im Stream irgendwo. Halli, hallo. Halli, halli, hallo. Halli, halli, hallo. Jo. Dem Post der Woche. Post der Woche, meine Damen und Herren. Ich zeige euch den mal ganz kurz. Auf geht's in Reactions. So, unnützes Wissen. Der Euthanasie, ja, oder wie es auch immer heißt. Coaster ist eine Achterbahn, die den Passagieren die Sauerstoffzufuhr im Gehirn abschneidet und sie dadurch tötet. Das Modell wurde nie gebaut. Warum plant man sowas? Das ist irgendwie, wow. Okay. Ich habe mal gehört, dass sie so eine Achterbahn bauen wollten für Leute, die unheilbar krank sind und sowieso sterben würden an einem Qualfantod. Könnte so der letzte Moment wenigstens freudiger sein. Okay, aber mich da reinsetzen und wissen, hey, wenn ich da oben bin, dann sterbe ich gleich. Ja, das ist so aufgebaut, du fährst dann hoch und ganz oben kannst du noch einen Knopf drücken, wenn du das doch nicht mehr möchtest. Dann kannst du noch aussteigen. Okay. Mhm. Und dann ist das halt so, dass du dich, dass dein letztes Erlebnis eine Achterbahnfahrt ist. Okay, gut. Bin ich hier bei der großen Krabbe? Nein, hier ist Kilo. Bing. Gut, ja, was haltet ihr davon? Würdet ihr sowas cool finden, so einen Abgang dann zu machen oder nicht? Es ist halt aktive Sterbehilfe, nur nicht mit einer Todesspritze. Also ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht. Ha. Hallo MJ, schön, dass du da bist. Und natürlich meine Moderatoren Alex und Chrissy. Hi, schön, dass ihr da seid. Und der Simon ist auch am Start. Schön, dass du hier bist. Ich dachte gar nicht, die Leute. Ernst. Du sagst, ich hab meine Moderatorin, meine Mutter. Wow. Ich schau vor, Mom sitzt da und auf dem Sofa und guckt so auf ihr Handy, so Twitch, den Stream so und schreibt so. Ah, das ist ja cool. Doch, das wäre mega lustig. Gut, ja, finde ich, wäre es lustig. Ich finde es cool. Das ist auch schon zu viel abgeschnitten. Einige AfDler sind da mitgefallen, scheinbar. ich mache neue Parodie. Also schreibt sie zumindest schon mal. Ich muss die alle nachher nochmal aufnehmen und ein Video dafür machen. Aber ich will die Idee nicht irgendwie verpatzen. Und zwar zu einem Schwurbler im Lied von Barbie Girl. Man lebt in der Blase und so, in der Fantasy World und sowas. Dann mach ein Bhakti Girl. Bhakti Girl. Bhakti, dieser Arzt, der denkt, er hätte so den Durchblick, das ist so ein Schwurbler. I'm a Bhakti Girl. Egal, das werde ich mal offstream mal gucken, was man daraus machen kann, aber wird bestimmt lustig. Das ist auch mega lustig, ne? Bhakti Girl. Ja, aber Girl. Ja. Bhakti Girl. Come on, Schwurbler, let's go, Schwurbler. Genau, so in etwa. Komm Schwurbler, auf die Demo. Wow. Aber aus der Sicht eines Schwurbels, ich bin da-da-dam, ein Schwurbeliken. Wisst ihr, was schön wäre, wenn Hildmann die Maske oder Wendler auf so eine Demo gehen würden? Weil, wenn die dafür extra nach Deutschland kommen würden, ich glaube, die würden auf dem Weg dahin schon verhaftet werden. So, wir machen jetzt mal unser John Cena. Und dann geht's los. Seid ihr bereit für jedermann?
Alles klar. Jedermann ist da. Seid ihr bereit für Jedermann? Okay, und los geht's! And his name is John C. Und hallöchen, lieber Jedermann alias Alex. Oder andersrum, Alex alias Jedermann. Ja. Darf ich jetzt was sagen? Du darfst was sagen, ja, hallo. Ah, hallo. Hallo. Schön. Ja. Ich hab die Luft angehalten, Hilfe. Was? Warum hältst du denn die Luft an? Ja, damit ich auch ja nichts sage. Kein Pieps. Muss doch nicht die Luft anhalten, wir sind doch hier nicht auf der Achterbahn. Sehr gut. Okay. Ich kann nicht lesen. So. Ja, wir haben hier jetzt den Alex hier. Und ihr im Chat dürft natürlich auch Fragen stellen, wenn ich Fragen ihm stelle. Dürft ihr das natürlich auch tun. Haut alles raus. Wahrscheinlich, wenn... Oh, warte mal. Jetzt muss ich kurz den Kopf und Setz machen. Gut und passend, ja. Hey, oh mein Gott, es ist Alex. Wupp, wupp, hey, hey. Hier ist Alex, Alex. Vorhang auf. Für unsere Live-Show. Yay, das passt doch, oder? Ja. Das ist ein Alex. Genau, sucht euch die verborgensten Fragen schon mal hervor. Und dann schreibt sie gleich rein. Aber erstmal ein bisschen Smalltalk. Wie geht's dir, Alex? Alles gut bei dir? Ja, heute Morgen habe ich gedacht, ich würde eine Migräneattacke bekommen, aber das war dann doch nicht so und deswegen juhu. Ja, das ist doch ein Grund zu feiern. Ja. Aber das hatte ich heute Mittag auch kurzzeitig gehabt. Ich dachte auch irgendwie, krieg fast Migräne und dachte schon, ich muss mir ein paar Tabletten reinpfeifen, damit wir überhaupt das machen können. Aber hat alles geklappt. Ja, dann, das ist gut, sehr gut. Ja. Ha, perfekt. Und wie geht es dir denn so? Och, ich habe ich ja gerade erzählt. Also ich kann sonst nicht klagen und ja, muss nur gucken. Das, mir wird langsam ein bisschen warm. Ist ja immer so nice. Ich weiß nicht, ich sitze hier manchmal und dann, es regnet hier öfter und dann ist es hier ein bisschen kalt. Und sobald ich den Livestream anmache, wird mir warm und dann auf einmal scheint auch die Sonne dann. Ich weiß nicht, irgendwie muss ich immer live gehen, damit die Sonne scheint oder was. Da! Ich habe es eben gesehen im Livestream, während ich mich noch mit Emily unterhalten habe. So etwa. Ja, stört mich das, dass ich nicht ganz in der Mitte sitze. Hab's eben noch gesehen, während du, während ich noch mit MJ im anderen Livestream der Dingens war. Ja. Der Timo hinter dir hat gedampft ohne Ende und dann ist er fast in der Wolke verschwunden. Oh ja. Das, das nennt man halt Disco-Nebel, wenn man Musik macht. Genau. Das hab ich gestern im Radio gesehen. Du hast im Radio gesehen, wow, wie geht das denn? Ja, Radiogesicht, ja, das ist, man kennt es. Ach so, okay, alles klar. So, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wie heißt du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Wie ist deine PIN von deiner Geldkarte? Und so weiter und so fort. Soll ich dir gleich alles per Post schicken? Ja, am besten. Denise hat ja alles von mir, kannst du dir an dich weiterleiten? Also ich bin der Alex, ich bin 41 Jahre alt, ein sehr, sehr alter Mensch, fast schon scheintot. Und ja, ich komme aus meiner Mama. Was? Ja, das soll einfach, ich komme aus meiner Mama. Ist klar. Also mit der Frage, woher kommst du, dann will ich natürlich nicht genau wissen, wo du wohnst, obwohl doch, ja, gib mir mal deine Adresse und alles. Aber die Zuschauer sollen dann nur wissen, wo in etwa du aus welcher Ecke kommst. So, man könnte sagen, die nächstgrößere Stadt in der Nähe oder den Landkreis oder sonst was irgendwie. Ja, also meine Stadt kennt sowieso keine Sau und deswegen nenne ich Bielefeld immer ganz gerne als Referenzstadt. Mhm. Weil das ist halt direkt in der Nähe und Bielefeld ist einfach ein Begriff. Deswegen. Ja. Ja. Chris, ich schreibe auch, wow, die kann es nicht fassen, dass du aus deiner Mutter kommst. Ja, wer hätte es gedacht? Ja, das ist echt, wow, das, sowas denkt man nicht. Man denkt immer, das ist der Storch. Aber okay. Ja, eben. Das ist so. Normalerweise, aber für den Storch war ich zu fett. Also, ja. Ach so, ja, okay, das ist dann schwer für den Storch, der fällt dann mal runter, ja, klar.
Bielefeld? Gibt's doch gar nicht, oder? Schreibt Chrissy. Wolltest du uns anschwindeln? Ja, doch, Bielefeld. Entschuldigung. Kommt Bielefeld. Er nicht aus Bielefeld? Tatsächlich. Ja, Bielefeld. Mit der Größe kann er aus seiner Mutter. Kam aus seiner Mutter. Darmriss. Oh, zum Geier! Nicht mit meinen 1,94. Also bitte das nicht verstören. Aber ich war halt als Kind doch ziemlich, ziemlich dick. Also kurz vor 5 Kilo. Ja. Also, ja. Schon ordentlich. Ja. Und das ist auch eine Menge Arbeit, das so zu halten, wa? Die 5 Kilo. Naja, es sind jetzt ein paar Kilo dazugekommen. So 105. Also warte mal, wenn du jetzt 105 wiegst, dann sind ja 100 dazugekommen, nicht 105. Nee, ich hatte ja damals 5 gewogen und da kam jetzt 105 dazu. Also 105 kam dazu. Okay, ja. Ja, da hat man eine Arbeit geleistet, wa? Oh ja. So, welche Plattformen nutzt du denn? Also wo bist du überall unterwegs? Im Social Media? Aktiv bin ich eigentlich nur noch jetzt, also was heißt nur noch, auf YouTube und auf Twitch. Auch über den Keto Dragons Kanal, yay! Yay! Genau. Und da streamt er auch und ist immer wieder eine coole Aktion. Und jetzt Hashtag nebenbei Werbung, wir suchen immer noch Leute, die gerne mitmachen wollen. Genau. Hashtag Ende. So, Keto Dragons, genau, dankeschön, Chrissy. Da streamt der Alex auf dieser Plattform. Und ist auch auf YouTube natürlich unterwegs, hat er gerade gesagt. Und du nutzt ja auch noch Facebook, ne? Aber das ist ja dann eher so zum Nutzen, also Nutzen nicht irgendwie was zu createn, sondern einfach nur Nutzen. Ja, um Kontakte zu knüpfen, jetzt sowieso auch für, darf man das jetzt hier erwähnen? Keine Ahnung. Kannst du machen, ne? Also das neueste Projekt ist ja, was ich jetzt in Angriff nehmen wollte, ein Radio-Stream. Was ich bei ihr und anderen gesehen habe, schon vor einer ganzen Weile. Und da hat es richtig gut funktioniert. Und zwar habe ich dafür einige Künstler angeschrieben auf Facebook und sie gefragt, ob sie nicht Lust hätten, irgendwie ihre Musik beizusteuern. Und ja, also das ist dann so eine, für alle so eine Win-Win-Situation. Für die Künstler, die ihre Songs promoted bekommen. Für mich als Streamer, der dann was zu tun hat, Zeiten hat. Und die Zuschauer, die halt dann Musik hören können und nebenbei was machen können und sich einfach ausruhen, relaxen können. Genau. Und dann würde ich auch sagen, dass du dann noch nach Leuten suchst, die gerne Musik hören und wo du dann sagst, hey, wollt ihr mal ganz neue Musik hören? Und dies und das so richtig, ja, musst du halt gucken, wie du die Werbung machst, dann kannst du das richtig gut promoten, dass auch die Konsumenten dabei sind. Dann freuen sich die Musiker nämlich noch umso mehr. Oh, da sind auch Konsumenten dabei, nicht nur andere Musiker. Boah, cool, wenn die ja meinen Zern und vielleicht gut finden. Das ist, da habe ich mit einer Klappe geschlagen sozusagen. Und zwar habe ich halt in den verschiedenen Musikgruppen auf Facebook Werbung gemacht für den Kanal und unter anderem halt die Leute gesucht. Also wenn da jemand drauf aufmerksam wird, der halt kein Musiker ist, sondern gerne was hört, der kann dann gerne vorbeikommen. Jawohl, sehr gut. Und? Ist gut, Joshi. Ja. Was? Genau. So, dann kommen wir zu den Interviewfragen. Bam, 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 bam. Oder, warte mal, wie war es nochmal? Bam, bam, bam. Okay. Du bist ein Creator, aber warum? Warum bist du Creator und Streamer geworden? Uff, das ist eine sehr gute Frage und das liegt gut und gerne, ich will jetzt sagen, ich will jetzt nicht lügen, es sind gut und gerne 10, 11 Jahre, die das zurückliegt. Und warum ich angefangen habe, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe irgendwann mal, okay, jetzt sehe ich das erst im Stream, dieses Bam, Bam, Bam. Wahnsinn verzögert. Aber okay. Entschuldigung. Also, ich habe damals tatsächlich einen YouTube-Kanal aus Interesse mir geholt und habe dann irgendwann halt 2010, glaube ich, war das irgendwann 2011, angefangen, eigene Videos zu machen. Einfach so aus Scheiß, sage ich jetzt mal. Einfach aus Blödsinn. Und das hat mir halt Spaß gemacht und ja, seitdem habe ich immer wieder versucht, immer wieder irgendwas zu finden, was mich halt ausmacht. Also Let's Plays oder andere Sachen, so Kreatives. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich war mehr so, ja, so ein bisschen wie so ein, wie heißt das? So ein Messi, kann man glaube ich sagen. Aber jetzt nicht im Sinne von Video-Messi? Ja. Oder Fußballspieler. Nein, Spaß.
Ja, nicht ganz. Also man kann es durchaus auch Videomessi nennen. Ich habe halt von allem irgendwie irgendwas gebracht, halt irgendwelchen Blödsinn, der mir einfiel und habe halt immer und immer wieder die Kanäle gewechselt und hatte am Ende jetzt gut und gerne, und damit übertreibe ich nicht mal, so 10 bis 15 Kanäle gehabt in meinem Leben bisher. Wow, ja. Okay, wenn man die ganzen Kooperationen und die ganzen Netzwerkkanäle dazu zählt, wo ich überall mal war, dann könnte es auch fast so sein, ja. Der Anime Boy schreibt hier oder hat geschrieben, warum bist du Creator geworden, Alex? Weil es gerade da war. Auch, ja, habe ich auch schon gesehen. Typisch. Typisch Anime Boy. Es war gerade da, also machen wir mal. Sehr gut. Ja. Nein, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin nicht immer von Anfang an Creator, also Creator schon, also kreatives Machwerk hatte ich schon immer, aber ich bin tatsächlich ursprünglich Blogger gewesen, ganz zu Beginn. Ah. Also ich habe wirklich erst komplett Blogs angefangen und hatte auch. Ja. Also ja, das ist doch... Ja, YouTube und so kam wirklich erst sehr viel später. Ja, erst waren Blogs richtig cool, fanden die Leute toll, das zu lesen. Und dann halt das, ja, klar. Ja. Vor allem, weil es auch sehr viel einfacher ist, dort Werbung zu machen. Was verdient man als Blogger? Weißt du das? Also, da habe ich mich nie wirklich mit beschäftigt, aber ich kann sagen, dass man, wenn man dort Werbung schaltet, dass man, wenn man wirklich gut ist, durchaus ein Gehalt im 3-4-stelligen Bereich bekommen kann. So, dass man wirklich gut davon leben kann eigentlich. Wow. Leute, Blogger werden! Blogger werden! warum hast du denn mit Blogs aufgehört? Fragt der Anime Boy. Das ist eine ebenso gute Frage. Warum habe ich damit aufgehört? Wahrscheinlich, weil ich genauso wie ich auch mit den Videos und den Kanälen gemerkt habe, dass das halt irgendwie nicht so wirklich gut läuft, und ich hatte auch nie wirklich das Durchhaltevermögen. Das muss ich halt einfach sagen. Deswegen habe ich auch immer wieder von neuem angefangen. Ich verstehe es schon. Ich kehre ab, das Gefühl auch manchmal. Aber ich habe da dann mit meinem Hauptkanal habe ich das durchgezogen, mit dem Let's Play-Kanal habe ich ja auch, und wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, naja. Gut, die Frage kommt gleich sowieso dran. So, was willst du noch sagen? Ich sonst nichts, nö. Sonst nichts? Nö. Okay, entschuldige, ich bin dir gerade ins Wort gefallen. Nö, kein Problem. Ich wollte sowieso gerade den Mund halten. Gut, was machst du denn so für Content? Also, welche Spiele spielst du oder was machst du da alles? Uff, darf ich sagen alles? Das ist schon mein Part, wenn jemand fragt, ey, wie viele Talente hast du, sage ich immer alle. Also, nein, klar, alles Mögliche. Okay, dann zähl mal ein paar davon auf. Was machst du denn so? Also, was Videogames angeht, eigentlich wirklich alles. Also, sehr gerne Retro-Games, aber natürlich auch neuere Sachen wie, jetzt im Moment natürlich aktuell, was ich auch weitermachen muss, ganz ehrlich. Wo ist es denn? Tell me why. Mein Gott, ich bin wirklich dumm. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Okay. Genau. Nein, aber nur. Tell me why. Okay, das lassen wir mal lieber. Ja. Genau, das hat Anime Boy auch reingeschrieben. Aber dann versteht man dich so schlecht, wenn du den Mund hältst. Ja, lieber nicht den Hand vor den Mund halten. Stimmt. Genau, so rum. Nicht andersrum, ne? Ich wurde so erzogen, immer wenn man mich fragt, den Mund aufzumachen und zu antworten. Ganz brav. Sehr brav. So, wahrscheinlich möchte der Archie auch wissen, ob du Community Games spielst, so, wo man mitmachen kann. Wahrscheinlich. Jein. Also ich habe DBD eine ganze Weile lang gezockt, bis ich dann vor Wut fast einen Herzinfarkt bekam. Und dann habe ich beschlossen, ich lasse das Spiel sein, weil ich es abgrundtief hasse. Und das gleiche war es dann im Prinzip auch mit Among Us, nur nicht ganz so heftig. Und solche Sachen wie Fortnite und so, das ist definitiv nicht meine Welt. Also Ego-Shooter allgemein, wenn es nur darum geht, halt Leute abzuballern und so, das ist absolut nicht meins. Ich habe einige Spiele wie, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Das sind also typische Ego-Shooter halt mit Weltkrieg und so weiter. Also wo es wirklich nur darum geht,
eine Seite muss gewinnen und die andere Seite muss verlieren. Und was wir vielleicht heute spielen, Minecraft. Ja, ja, stimmt. Minecraft auch. Minecraft, ja. Ich mag Minecraft. Ja. Ein bisschen Minecraften. Und so weiter und so fort. Für mehr Spiele einfach auf den Kanal schauen dann. Und wir zeigen ja gleich nochmal was, was er so macht. Deswegen wirst du das auch gleich sehen. Du selber machst auch ein bisschen Musik, wa? Ja, Musik auch. Warte mal, eine ganz kurze Zwischensequenzen, oder Sequenz sag ich schon. Also ganz kurz wollte ich noch dazwischen sagen, ich spiele natürlich auch Rocket League. Das ist, gehört ja auch noch dazu. Ja, genau, Rocket League. Aber ich bin halt extrem schlecht. Das nur nebenbei. Oh. Müssen wir ein bisschen üben. Ja. Ja, ein bisschen üben, dann geht das schon. Naja, mal schauen. Und Musik, ja. Aber eher schlecht als recht und das dann auch wirklich nur auf Bandcamp und ja, das ist geht. Naja, Alex ist manchmal ein bisschen bescheiden, manchmal sind die Lieder doch besser, als er selber denkt. Aber das ist ja auch immer Geschmackssache, ne? Ja, sowieso. Obwohl im Moment bin ich tatsächlich dabei, die wunderbare Welt der Amelie, also diesen Soundtrack nachzuspielen und das klingt doch schon ganz gut, finde ich, mit Anleitung. Yeah, denn wenn es fertig ist, dann mal gerne zeigen. Wegen Copyright eher schlecht, aber man kann es versuchen. Ja, kannst auch so im Discord mal zeigen. Ja, okay, das geht. Ja. Hurra. So, dann ja, deine Radioshow möchtest du machen und mal gucken, was wir doch alle so Schönes machen. Projekte macht er auch gerne mit. Ja. Genau. Kido Dragons und im Kidos Drachennest, dem Discord-Server eures Vertrauens. Joint alle drauf. Ja. Und kauft seinen Merch! Kauft den Merch. Ja, werde ich nachher mal in der Werbung zeigen, was für ein Merch es gibt. So, wie bist du denn auf so viel Content gekommen? Speziell jetzt allgemein, also alles oder irgendwas? Was du erzählen magst. Ja, was hat dich, warte mal kurz, was hat dich verleitet, von Blogs auf Gaming zu gehen zum Beispiel? Uff, ja, das war eher zufällig. Ich habe irgendwie irgendwann mal YouTube gefunden, in Anführungsstrichen. Und dann habe ich mir halt einen Account erstellt, habe da ein paar Videos von anderen Leuten gesehen und fand das halt so cool, dass ich das dann auch nachmachen wollte irgendwie. So in der Art war das wahrscheinlich. Okay. Und da bin ich dann halt, wie es halt so ist, wenn man sich für eine Sache speziell interessiert, dann vernachlässigt man eben die andere Sache, die man vorher gemacht hat. Mhm. Ist ja immer so im Leben. Egal, was man macht, man investiert viel Zeit und diese Zeit fehlt dann wieder an anderer Stelle. Ja, verstehe. Deswegen, also mit Bloggen habe ich jetzt nicht hundertprozentig aufgehört, aber ich mache es halt wirklich nur noch dann, wenn ich absolut Zeit und Lust dazu habe. Mhm. Und die Musik ist einfach, liegt dir einfach im Blut so. Du magst einfach Musik und deswegen Musik. Ja, Musik ist generell so eine Sache. Also ich liebe ja emotionale Musik und solche Sachen. Und ich habe tatsächlich, lange bevor ich überhaupt das Internet kannte, habe ich Musik schon versucht, selber zu machen. Mit einem damals schon existierenden Kultprogramm namens Fast Tracker 2. Das war wirklich eine ganz tolle Zeit eigentlich. Mhm. Ich habe versucht, sehr kreativ zu sein und habe auch tatsächlich mit Hardcore Gabba angefangen. Hardcore Gabba. Genau. Und dann kam ich dann irgendwann einmal zu melodischen Sachen wie Chill Out und Ambient und solche Sachen. Und jetzt bin ich halt bei Klavier und Gitarre stecken geblieben. Ja, das klingt schön. Wie heißt du denn auf den Plattformen, wo du Content machst? Also, muss ich das jetzt verraten? Wenn die Leute dich finden sollen, dann ja. Also, ich kann gerne meinen Let's Play-Kanal öffentlich machen. Mhm. Und, das ist, also momentan, das ist jetzt nicht festgelegt, also nicht für immer. Momentan heißt mein Let's Play-Kanal HirnpilzTV. HirnpilzTV. Genau. Und hier der Jedermann oder auf Kido Dragons. Wie bist du denn auf diesen Namen gekommen? Den Twitch-Namen Jedermann, das war, glaube ich, irgendwie, ja, sympathischer Name, genau. Ja. Das war, glaube ich, wirklich Zufall. Also ich habe irgendwie einen Namen gesucht und
so gut wie alle Namen waren schon vergeben, inklusive Alex und so weiter. Und ja, da kam das dann irgendwann. Okay. Ja, das ist ganz ohne irgendwelche interessante Geschichte. Einfach nur Jedermann. Jedermann. Achso, warte mal kurz. Meinst du, er ist jetzt wach oder was? Ja, ich wollte ein bisschen an die frische Luft, weil ich werde hier müde bei den dunklen Lichtverhältnissen. Bist du deswegen? Ich brauche eine neue Lampe. Ja, bietet sich ja morgen an, dass du zum Postman. So, gut. Tja. Wo waren wir stehen geblieben? Künstlernamen, genau. Ja. Nee, das ist ganz schmucklos halt. Einfach ohne irgendwelche interessante Hintergrundgeschichte. Ah, okay. Es war übrig, also nehme ich es. So wie Anime bei vorhin geschrieben hat, es war da, also ne, es war gerade da. Genau. Okay, gut. Wollen wir mal bei ihm reinschauen? Wollen wir mal reinschauen? Ja. Yay! Die motherfucker, die motherfucker, die. 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 I don't need your pretty high. Don't need your pretty high. Don't need your pretty high. Verdammte Scheiße, da fällt mir ein Blatt beim Roshi dreht um. Scheiße, ja, komm her, du Wichser, ich dreh dir sowas von innen. Für das Kompliment. Okay, gut. Definitiv ab 18 wird der Stream. Ja, genau. Definitiv wird er ab 18. So, gut. Also, ich muss dazu aber noch sagen, dieses Video, dieses Vorstellungsvideo war ursprünglich für meinen Blog gedacht. Deswegen auch diese blaue Überschrift da plötzlich, dieses unterhaltsame Videos. Da standen eigentlich unterhaltsame Texte. Das musste ich halt ein bisschen abändern. Ja, ich habe leider die Originaldateien nicht mehr gefunden mit Sony Vegas, sonst hätte ich das ursprünglich bearbeiten können, aber so musste ich das dann halt so machen. Ja, verstehe. Ja. Naja. Okay. Aber ja, definitiv ab 18. Ja, also wisst ihr Bescheid, wenn ihr gerne Hardcore-Content haben wollt, dann schaut da gerne rein, wenn er Horror-Let's Plays macht. Aber er macht auch meist sehr entspannte Sachen, so Tammy Wilde zum Beispiel ist sehr interessant. Das lohnt sich für jedermann, da reinzuschauen. Der war gut. Der war gut, wa? Ja. Hast du denn in Streams oder Videos kein Problem damit, dich zum Affen zu machen? Und ist das im Real Life auch so? Also im Real Life habe ich zum Glück niemanden, der mir zuschaut. Und in den Videos definitiv kein Problem eigentlich. Das habt ihr ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemerkt, schätze ich mal. Mhm. Und ja, Pizza. Genau, wurde auch gesagt, Pizza. Gut. Übrigens, Anime Boy, ich muss dich leider schwer enttäuschen. Ich habe das Pizza-Video wieder rausgenommen, weil ich habe mich einmal damit zum Affen gemacht. Ich glaube, ich möchte dann doch mit ein bisschen Würde sterben. Deswegen, also es tut mir wahnsinnig leid. Also er macht sich
zum Affen, aber manchmal ist es dann doch zu viel, so nach dem Motto, oder? Ja, genau. Also ich habe kein Problem damit. Ich kann über mich selbst lachen, das ist gar kein Thema, aber irgendwann ist es dann doch auch zu viel, selbst für mich. Okay, gut. Jetzt denkt Dani wie bei sich so, schade. Wieso ist das? Was? Er weint schon. Ja, der Arme. Tut mir leid. Kann man das Video denn noch finden, das Pizza-Video? Ich habe es natürlich auf meiner externen Festplatte und ich hätte es auch im Video gehabt. In der ursprünglichen Version des ersten Best-ofs gab es das Video auch noch. Mhm. Also keine Ahnung. Mal schauen. Vielleicht veröffentliche ich das auf meinem Hirnpilz-TV-Kanal. Wer weiß. Ja. Okay, gut. Mal schauen. Bleibt dir denn neben dem Stream oder der Video-Musikproduktion noch Zeit für andere Hobbys? Denise hätte jetzt mit Sicherheit geschmunzelt und gesagt, ja, bestimmt. Also, ja. Ich meinte aber auch Hobbys, ne? Hobbys. Das kann ein Hobby sein, also, ne? Oh, es zieht ein Gewitter auf. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Oh, Gewitter, das gab es bei mir vorhin. Jetzt scheint die Sonne. Also, ja, was heißt Zeit für andere Hobbys? Also, ich habe eigentlich gar keine anderen Hobbys. Okay. Ja, ich habe eigentlich nur alles, was mit Computer zu tun hat, mit Musik und das war's. Und Atmen vielleicht noch. Das ist ein Hobby, das hat jeder. Ja, ne? Ja. Deswegen ist es weit verbreitet, kennt man. Außer Wale, die machen das nur manchmal. Genau. Und ja, Anime Boy, das ist ein sehr wichtiges Hobby. Definitiv. Lebenswichtig. Denkst du, dass Twitch, YouTube und Co., wie Netflix und so weiter, in einer bestimmten Altersgruppe das Fernsehen ablöst? Also, das kann ich so rein subjektiv nicht sagen und auch nicht bestätigen, weil es hat ja auch schon vor Jahren geheißen, dass die E-Books die Bücher ablösen würden. Aber das stimmt nicht. Es gibt ja immer noch Bücher. Also, ich denke schon, dass es auch in 10, 20, 50 Jahren immer noch Fernsehen geben wird, weil die Generation, die wird ja auch immer älter irgendwie, habe ich das Gefühl. Vor allen Dingen hier in Deutschland. Und die alten Leute, die kennen sich halt nicht so wirklich mit der neuen Technik aus. Also ich habe ja selber auch schon Probleme mit iPod und iPhone und wie dieser ganze Mist heißt. Warte mal ganz kurz. Und netter Versuch, Black Knights Angel. wir loggen auch mal rein. Hinzi auch da. Hey, schön, dass ihr da seid und viel Spaß im Lurk und netter Versuch. Hätte fast geklappt, aber sowas müsst ihr machen, wenn ich wirklich mich irgendwo auf irgendein Spiel so konzentriere. Dann aber, dann erschrecke ich mich vielleicht, aber nicht, wenn ich mit jemandem einfach nur quatsche. aber netter Versuch. Ja. Achso, was denkst du denn da mit den Jüngeren? Denkst du, dass es jetzt, wie du gerade sagtest, bei den 12- bis 14-Jährigen auch so ist? Denkst du, dass die auch dann weiterhin Fernsehen gucken oder denkst du, dass die dann wirklich mehr von das sind? iPod ist schon out, Alex. Ja, gut. iPod ist out, das sagt dann schon alles. Naja, also die Jugend natürlich, die werden natürlich, das ist ja auch schon ein Trend, der schon seit Jahren besteht schon. Und YouTube hat darauf, oder Google besser gesagt, hat ja darauf auch schon reagiert, indem vieles halt auch auf die tragbaren Geräte halt übertragen werden kann, also so Handys halt und solche Sachen. Mhm. Also die Jugend, die wird definitiv mit der Zeit gehen und die neuesten Sachen mehr benutzen. Ja. Aber ich denke auch eher, es wird natürlich auch immer alte Leute geben. Das lässt sich ja nicht vermeiden, ganz böse gesagt. Und die Alten, die werden höchstwahrscheinlich auf die ganz alten Sachen noch zurückgreifen, so wie ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber als junger Mensch denkt man halt nicht so wirklich drüber nach, was halt später mal sein wird. Und später, wenn man dann alt ist, dann lernt man halt die Sachen, die halt da sind, die einem leichter fallen, eben zu genießen und das halt auch zu würdigen. Also damals, meine Eltern beispielsweise, die kannten Fernsehen noch nicht einmal zu ihrer Zeit. Okay. Die haben auch Radio gehört viel. Und so wird es dann halt auch mit der jetzigen Situation sein, mit der Generation, die dann immer älter wird. Und die jungen Leute, die werden dann halt auch natürlich dann auf ihre Sachen dann zurückgreifen, wie Handys, was weiß ich, was da noch alles geben wird. Das ist ja immer ein stetiger Wechsel. Ja.
Aber ich denke nicht, also um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen und zu antworten, nein, ich denke durchaus, es wird Fernsehen, Bücher und dergleichen, vielleicht sogar noch Schallplatten und Kassetten, selbst in 10, 20 Jahren immer noch geben. Ja, wahrscheinlich. Also zumindest, oder wie in dem einen, in der Serie Cowboy Bebop, da gibt es auch eine Folge, da sind auch uralte Gerätschaften, die VHS-Kassetten und so weiter abspielen konnten, auch von Liebhabern halt liebevoll gepflegt worden. Und ich schätze mal, so wird es tatsächlich auch in 50 bis 100 Jahren sein, dass es dann nur noch Liebhaber gibt, die solche Geräte ja, dann sitzen. Das kann gut sein. Du da im Radio, dachte ich mir gerade, als du es mir im Radio gesagt hast. Sag mal, würdest du auch Spiele streamen, die dir nicht gefallen, nur um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Das ist jetzt böse formuliert, muss ich ehrlich sagen. Also nicht um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich würde es eher umschreiben oder umschreiben. Ich würde eher sagen, um den Leuten zu gefallen, um ihnen halt etwas zu bieten, was sie gerne sehen wollen. So würde ich das wahrscheinlich eher nennen. Okay. Aber ja, natürlich, würde ich auf jeden Fall machen. Ja, genau. Also sozusagen nicht, um mehr Leute zu kriegen, sondern um die, die du schon hast, zu beeindrucken. Ja, naja, beeindrucken. So in etwa, also nicht beeindrucken, sondern ja, zu packen, zu fesseln sozusagen. So ein genau, bisschen, ich fessel sie. Ja, genau, so ein bisschen fesseln, so SM und so, ja, genau. Bondage. Bondage. Bei jedem Stream gibt's Bondage, Leute. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Bondage Tutorials. Guckt rein. Habt ihr das gehört? Ja, nee. Das kommt vielleicht später. Ey, was? What the heck? Okay, gut. Gehen wir mal schnell zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist eigentlich kein Thema, sondern wir wollen mal reinschauen bei dir. Bei deinem Best-of. Bei deinem ersten Best-of. Da schauen wir jetzt mal rein. Vielleicht noch ganz kurz noch auf die Frage von Anime Boy eingehen, bevor das losgeht. Hab ich gar nicht gesehen, dass er geschrieben hat, es ist aber nicht besser, Spiele zu spielen, die man mag, damit man authentischer ist. Ist das so? Ja, auf der einen Seite natürlich, da hat der gute Anime Boy recht, definitiv. Andererseits, ja, es ist schwierig, es ist ein schmaler Grat. Entweder man fokussiert sich absolut nur noch auf sich selbst und auf seinen Spaß und dann kommen halt die Leute irgendwann an, die ja auch Spaß dran haben. Oder man ist so fixiert wie ich jetzt beispielsweise, dass man eher darauf achtet, was die Zuschauer wollen oder wollen könnten. Wollen würden? Wollen müssen. Das ist bei mir so ein bisschen ähnlich, aber trotzdem gebe ich dann immer nur Spiele an, die die Leute sich aussuchen können, die mir auch gefallen. So, ich probiere mal was Neues aus, einfach nur um zu gucken, ob es mir gefällt. Das mache ich, na klar. Deswegen wollen wir irgendwann auch Flappy Bird spielen. Aber wenn ich sollte sagen, hey, was, das oder das oder das, dann gebe ich halt immer vor, welche Spiele denn. Da sage ich nicht, ey, such mir jetzt mal ein Spiel raus, was ich spielen soll, dann okay, zack, und dann nehme ich, sondern ich mache dann sozusagen eine Auswahl. So, es ist so ein bisschen von beiden dann so. Man möchte gerne, dass die Leute sich erfreuen daran und man selber freut sich auch daran, weil man ein Spiel spielt, was man mag. Definitiv. Mit Yakuza. Okay. Ja. Also Yakuza ist ein absoluter Kunstgriff gewesen, muss man ehrlich sagen. Yakuza ist ein absolut geniales Spiel. Das fesselt einen quasi von der ersten Minute an. Das ist Wahnsinn. Gut, jetzt schauen wir mal in ein Best-of von dir rein, mal gucken, was du da Schönes für uns ausgegraben hast. Yay, was schnellst du Best-of? Okay, ich hau auf jeden Fall von dem Kanal-Trailer, ich hau hier nochmal den Link rein, damit ihr auch seinen Kanal findet, liebe Leute. Da ist der YouTube-Kanal. Yay. Findet ihn und durchsucht ihn und alles mögliche. Du hast jetzt... Achso, Schein... Ja, ich dachte schon, Hirnschein... Ja, okay. Hab nichts gesagt. Hirnpilz. Ja. Jetzt können Sie deinen Kanal vorstellen, können Sie sich nochmal angucken. Jo. Auch wenn... Okay, die ist jetzt nicht gelistet, aber ist ja die Kanalvorstellung. Ist ja... Die könntest du vielleicht sogar öffentlich machen und reinmachen als Kanaltrailer, oder? Durchsucht ihn nicht aus. Ja. Wie eine Weihnachtsgans. Gut. Hi, ich heiße Alex und das bin ich. Ich bin sogenannter Content Creator. Das bedeutet, ich nehme Videos auf. Was das für Videos sind, das zeige ich dir in diesem Video. Keine Sorge, es sind nur Ausschnitte. Die Gefahr, Augen- und Ohrenkrebs zu bekommen, ist denkbar gering.
Viel Spaß. Saß. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Ja, genau. Hallo und willkommen zum allerersten Video. Peace. Wählt mich zu eurem Präsidenten. Das Zeitalter der Dunkelheit ohne Licht. Licht und Dunkelheit, ihr Menschen, haben der Kreaturen, die über diese Welt kreucht, ein Ungeheuer genannt. Die Menschen haben sich vor dieser merkwürdiges Wesen gefürchtet. Wie beschrieben vor Ort, keiner weiß, wo wann oder wie diese Kreaturen entstanden sind. Durchficken. Schwarze Wilken. Denn Pflanzen und Lebewesen, wie zum Beispiel Menschen, mussten sich noch entwickeln. Sie mussten sich auswickeln, aus der Dinge, die Zeit verging. Und eines Tages veränderte sich die Welt. Booms! Auf einmal, von jetzt auf sofort. Boom! Es wird Licht. Busch. Das kam nicht später. Diese Stimme war das Signal und Licht begann diese Welt zu erfüllen. Viele Ungeheuer ist keine Widerstandskraft, kann das Licht hat sterben. Booms tot. Dann verstehe ich noch eine anscheinend unendlich lange Zeitspanne, in der es regnete. Und regnete. Und noch viel mehr regnete! Die ganze Welt stand unter Wasser. Moses und seine... was? Egal. Moses Pelham. So. Und Regen. Und es regnete noch viel mehr. Und jetzt hat er es aufgehört zu regnen. Allmählich erschienen einige Lebewesen für alle Lebensformen wie Pflanzen und Tiere. Allahu Akbar. Oh, wie süß, eine kleine Häschen. Hast du da gerade Allahu Akbar gesagt? Was? Mein Häschen, der geht unten nicht, oder? Mein Schätzchen, das ist da. Ja, sorry. What the hell? Okay, machen wir weiter hier. Also ich stumme mich da, weil regnet halt und trappelt und rauscht ein bisschen. Und ja, gewittert. Oh. Oh, jüt, Hasi. Oh, doch, ein Hasi. Oh, jüt. Hasi, wie nennt man die Bube? Fickt euch. Egal. Hasi. Aber. Punkt. Ein Auge. Oh, so viele Augen. Oh, meine Fresse. Ungeheuer. Die sterben nicht aus. Warum nicht? Sie hat einen Untergrundzuflug gefunden und sich vermehrt durch Ficken. Es war beinahe so, als ob sie darauf gewartet hatten, zurückzukehren, nachdem sie sich durchgefickt hatten. Schön bunzi. Unsere Geschichte beginnt, als die Ungeheuer wieder einkaufen gehen konnten. Schwarze Menschen. Einschalten und beginnen, ihren Einfluss zu vermehren. Noch mehr Bumsen. Boom! Ballouts! Puff! Oh mein Gott, Blitz! Oh. Und Flattermäuse! Und da kommt da ganz langsam eine Schrift hervor. Soleil! Soleil! Ha, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Testvideo, das niemand jemals sehen wird. Soleil! Ja, und jetzt müssen wir einen scheiß Namen für diesen kleinen Rotzbengel hier eingeben und das kriegen wir doch gar nicht mal gebacken, was? Ah ja, gut. Nehmen wir B. Wo ist das U? U. B. Wo ist das Z? Da ist das Z. Und jetzt das E. Bubi-Kotze. Ja. Was? Nein! So. Bubi-Kotze, er heißt Bubi-Kotze, weil er Bubi kotzt. So, okay. Ja, jetzt die Alte. So, und jetzt ist der Augenblick da, auf den ihr alle gewartet habt. Ich ziehe mein Kleid aus. Eine Geburtstagsfeier für Bubi-Kotze. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Herzlich willkommen zum Geburtstag, Bubi-Kotze. Du bist jetzt 14 Jahre alt. Und kein Bubi mehr, egal. Ich habe ein Geschenk für dich. Ah, was denn? Siehst du jetzt deine kleinen Motten aus? Du darfst mich ficken! Nein, dies ist das Schwert, das dein Vater einst geschwungen hat. Ist das nicht herrlich? Ach, wir sind jetzt... Was? What the hell? Das ist die Mutter! Das geht doch nicht! Nein. Mega Man! Nein. Was soll das? Ich muss doch eigentlich andersrum. Was ist denn das für eine... Hä? Hallo? Ich kann nichts mehr machen. Ich kann... Das hat sich doch... Was ist denn das? Merkel... Blablabla. Hä? Okay. Tastaturbelegung. So, springen. Was ist denn das für ein Scheiß?
So. Ah, jetzt erstmal hier diese ganzen Scheißdinger. Ja, natürlich reinspringen in den Schuss. Ja, warum machst du das dem Gegner nicht noch einfacher, Michael? Warum schneidest du nicht selber die Scheißpulse alle auf, ey? Ernsthaft, direkt vom Gegner lächelnd die Pulse alle aufschneiden. Wie wäre das, hä? Dann machst du es dem Gegner richtig einfach. Alter. Hallo und herzlich willkommen, sag ich mal, zu diesem Dead Space weiteren Folgen. Bla, ich hab mich total verkackt hier, Scheißdreck. Egal, spielen wir einfach weiter, ohne große Worte weiter zu verlieren. Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Credits. Aber hier kommen natürlich noch mehr. Boah, ich wollte schon ganz sagen. Na komm, fall doch mal um, Junge. Ach Gott, ich hab schon wieder viel zu viel. Was, bitte? Alter. Isaac Clarke läuft. Es läuft bei Isaac Clarke. Muhaha. Der Werfer! Ey, was soll das? Alter, habe ich mich erschreckt, Junge. Ja, dafür hast du jetzt einen schönen Satz ge... Okay, ich komme hier nicht mehr raus. Ah, okay. Ach, fickt euch doch, ihr... Weißt du was? Ihr Scheiß... Ich habe schon keine Beleidigung mehr für diese Scheiße, ey. Mann, das darf doch echt nicht wahr sein, Mann. Jetzt rush ich schon hier total durch. Ja, hallo, wie wär's, wenn du mal springen würdest? Und jetzt kommt so eine Scheiße, ey. Ernsthaft, das ist doch zum Kotzen. Weißt du? Das ist doch echt zum Kotzen, die Scheiße. Wenn diese verfickten Scheiß-Geröllteile nicht wären, die einem ständig in die Fresse fliegen, dann hättest du doch echt schon mal wesentlich mehr... Ach ja, toll. Dann hättest du doch wesentlich mehr schon... Ja. So, schon viel besser. Ja, nein, ach, das war jetzt nicht so. Zack. Ja, komm. Ja. Ja, komm, ja. Nein, ach, fick dich, weißt du. Simba, ey, du kannst auch echt nix, weißt du. Nicht mal springen kannst du. Ja, das kann ich jetzt schon wieder vergessen, weißt du. Gut, die brauche ich. Und die werde ich dann auch aufsammeln, aber ansonsten werde ich einfach nur hier durchrasen, Alter. Komm schon. Ach ja, ficken! Ach, kotz dich doch fick an. Ey, fick, Alter. Ist doch lieber. Alter. Oh Mann. Geh doch nicht hier. Wieso sammle ich die Scheiße eigentlich ein? Ich brauche die doch überhaupt noch gar nicht. Ah, ja, natürlich, ich bin auch so. Ich bin so intelligent. Ich spreche voll rein, Alter. Mann, ich muss unbedingt Abitur bauen, Alter. Das ist so unnütz, ey. Manchmal will ich Alex einfach nur sagen: Ey, Alex, das ist ein Spiel. Oh, dieses Rauschen, da kriege ich immer einen Herzinfarkt bei. Das ist voll laut eingestellt, Alex. Und aber gut, das hält die Leute auf jeden Fall wach. So. Ja, sorry. Ich zitter gar nicht deswegen. Okay, gut. Naja. Welche Aufnahme oder Streaming-Tools verwendest du so? Für ganz normale Let's Play-Videos gerne OBS. Also jetzt im Moment ist es OBS, lass mich nicht lügen, Streamlabs OBS. Und vorher war es OBS Studio und für die Bearbeitung mancher Videos nehme ich dann gerne das Standardwerk Programm Sony Vegas. Was denkst du eigentlich so über andere Streamer, YouTuber und so weiter, also Creator? Herrscht dort mehr Konkurrenzkampf oder ist das eher ein nettes Miteinander? Also bei den großen YouTubern kann man... Ja, so als Außenstehender kann man jetzt vielleicht sagen, da ist alles eitel Sonnenschein, weil
die machen halt auch viel untereinander, miteinander. Und bei den kleineren bis kleinen, den kleinsten, die halt wirklich durch Kronk und Co. habe ich das Gefühl, einfach nur ganz schnell ganz groß werden wollen und genauso Fame werden wollen wie Kronk und Co., die sind schon richtig hart am Trollen teilweise. Mhm. Oder das ist das Problem. Ich bin seit vielen, vielen Jahren auf YouTube und habe damals die Community miterlebt, wie es war. Und das jetzt in dem Kontrast zu sehen, das ist schlimm, wirklich sehr schlimm. Weil damals war es noch ein wirklich tolles Miteinander. Man hatte wirklich nicht das Gefühl, dass da irgendwie Konkurrenzkampf herrschte. Man kam halt auf einen Kanal, hat sich den angeguckt, wie der eingestellt war. Also da waren damals noch sehr viele Möglichkeiten, bei den Kanal zu individualisieren. Und man hat halt gerne den Content geguckt und geschaut, hey, ist das was für mich? Und dann hat man halt angefragt und man bekam halt meistens auch wirklich die Antwort, hey, klar, lass uns was zusammen machen. Ja. Und das gibt's heutzutage kaum noch bis gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Das ist wirklich nur noch bei Einzelnen, so wie hier bei dir jetzt natürlich, beim Kiddos Drachennest hier, die Community, da hilft man sich untereinander. Das ist auch ein schönes Miteinander immer noch. Mhm. Aber wird immer seltener, habe ich das Gefühl. Weil die meisten, die wollen halt einfach nur ganz schnell ganz viele Abonnenten, ganz schnell groß werden, ganz schnell Geld verdienen damit. Das ist halt wirklich auch in den vielen Facebook-Gruppen, habe ich das Gefühl, wirklich das Einzige, was die meisten antreibt. Ja, das habe ich auch erlebt in Facebook-Gruppen, dass man halt seine Sachen reinpostet, aber wenn jemand anders was postet, ist scheißegal. Aber das ist halt auch das Problem, das ist halt einfach, Let's Plays zu bringen, ist halt sehr einfach, das geht sehr schnell und da herrscht ein extremes Überangebot. Es gibt halt in den Facebook-Gruppen auch zum größten Teil einfach nur Creator und wenig bis gar keine Zuschauer. Das ist halt das Problem. Ja. Oder auch wie so ein aktuelles Beispiel, eine YouTuberin namens Valeria, die auf Facebook immer wieder in den Gruppen was postet, die wird so angefeindet wegen ihrer Videos, die halt nicht ins Schema F passen. Das ist schon peinlich irgendwie. Echt? Kenne ich gar nicht. Ja. Ja, das muss ich mal gucken. Ja, musst du einfach mal schauen in den YouTube-Push-Gruppen oder so. Da ist dann eine YouTuberin namens Valeria oder Valerie. Mhm. Die bringt halt wirklich so random Sachen, wie es damals vor 10 Jahren üblich war. Alex, zeigst du dich auch mal? Fragt die Mutti Melli. Ja, ich hab mich auch. Also in dem ersten Video habe ich mich gezeigt. Genau, zeigst du dich auch im zweiten Video? Nö, da dann nicht mehr. Nö, das tut leid. Okay, wir sind lieb und hilfsbereit. Jawohl. Ja, in der Kiddo Dragons Community auf jeden Fall. Wir sind eine Familie. Ja, das ist immer schön. So, Familie hat immer was von Zusammenhalt und man hat sich gern. Man streitet aber auch mal. Familie ist halt auch mal Streit. Aber im Endeffekt ist man dann trotzdem wieder irgendwann eine Familie. Auf jeden Fall, ja. Wie heißt das so schön in dem Spiel? In irgendeinem Spiel heißt es, Familie ist nicht das, wo du reingeboren wirst. Familie ist das, was dich stark macht. Irgendwie sowas in der Art. Familie, du bist nicht reingeboren, Familie bildet sich auch. Sehr umwerfend. Wenn ich jetzt so krass Energie reingesteckt hätte, wäre ich jetzt einfach vom Stuhl runtergefallen. Aber das tut mein Bein nicht so gut. Aber wenn man Bein heiler wäre, könnte ich solche Gags machen. Das so umwerfen, Bomben, und dann liege ich da. Ja, genau. Ach ja. Mach's nicht kaputt, Alex. Entschuldigung. Das geht auch nicht. So. Letzten zwei Fragen. Würdest du sagen, dass es sich noch lohnt, Streamer oder allgemein Creator zu werden? Es kommt natürlich immer darauf an, mit welcher Intention. Wenn man jetzt so werden will wie Gronkh und Co., klar, dann hat es vielleicht Sinn, aber nur wenn man wirklich ein hartes Konzept dahinter hat und wirklich alles durchdacht hat. Weil so wie damals ist es heutzutage nicht mehr möglich, kann ich mir vorstellen. Weil es ist halt, YouTube ist halt extrem groß und es wird immer riesiger und das Angebot an Tutorials und so weiter. Es gibt halt quasi nichts mehr, was es nicht auf YouTube gibt.
Deswegen muss man schon entweder sehr aus der Masse hervorstechen, indem man was bringt, was halt kaum Beachtung findet. Man muss damit viel Glück haben oder man muss halt, so wie ich beispielsweise jetzt in dem Fall, einfach nur aus Fun was machen, weil man halt ein paar Leute hat, die man bespaßen möchte. Das kann auch, das kann beides funktionieren. Also es hat durchaus Sinn für den einen oder anderen und für manch andere hat es eben keinen Sinn. Das kann man so pauschal eigentlich gar nicht sagen. Macht den Dunning-Kruger-Effekt. Ja. Entschuldige, ich bin dir gerade ins Wort gefallen. Genau, böser Kilo. Ja. Ja, nie immer. Ja, genau. Asche auf dein Haupt oder so. Nee. Das ist wirklich, man kann es wirklich nicht pauschal sagen. Das ist für den einen oder anderen vielleicht essentiell wichtig. Wenn man seine Firma aufbauen will oder so, kann es funktionieren. Und ansonsten weiß ich nicht. Wenn man aufgibt, sage ich mal so, und das ist ja immer so ein essentielles Ding. Wenn man etwas erschaffen will, dann sollte man auf jeden Fall dranbleiben, auf jeden Fall am Ball bleiben und auch einen langen Atem besitzen. Wenn man, so wie ich, sehr schnell aufgibt, dann hat es einfach von Anfang an keinen Sinn. Dann sollte man es lieber komplett sein lassen. Oder sich eben, so wie ich, durchquälen viele Jahre. Das soll auch keine Quäle hier sein, Alex. Nein, hier natürlich nicht, aber als ich halt Kilo Dragons noch nicht kannte. Oder ja, Kilo verstehe. Also, ich verstehe schon, das ist gut. Wir wollen dich ja auch motivieren und das dann auch durchziehst, ne? Das wollen wir. Genau. Ihr motiviert mich ja auch. Jeden Tag aufs Neue. Und du musst uns auch nicht immer fragen, was du spielen möchtest. Mach einfach und wir sind dann erfreut. Last but not least. Was sind deine Ziele für dieses Jahr auf deiner Plattform und vielleicht auch privat? Also auf meiner Plattform habe ich jetzt eigentlich so gesehen keine Ziele. Für Kilo Dragons habe ich jetzt das Ziel gesetzt, diesen Radiostream ins Leben zu rufen, sage ich jetzt mal ganz blöd. Und ich hoffe, dass da ein bisschen was draus wird, dass das vielleicht den einen oder anderen dann halt ja, Freude bereitet. Und ich habe das auch wirklich gemerkt, als ich dann heute nachschaut heute Morgen. Die Resonanz ist wirklich überwiegend sehr positiv. Also die Künstler, die Creator, die Musiker, die finden das ganz toll, die Idee, und sind gerne dabei. Ja, das freut mich. Also, ja. Und du wirst dann natürlich auch einen Platz kriegen, ist ja klar. Ja. Mit der Musik. Also, ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall durchziehen. Ich werde dann jetzt den ersten Stream nächste Woche vielleicht schon anfangen und schauen, wie das läuft. Ja. Ja. Wann willst du das machen? Am Montag gleich? Also morgen oder? Schwierig. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Wenn, dann vielleicht Freitag für zwei Stunden erstmal oder halt übernächste Woche. Montag dann Open End. Mal schauen. Meine Güte. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Fragen? Genau, wollte ich auch gerade fragen. Habt ihr noch Fragen an Alex? Ja, fragt jetzt oder schweigt für immer. Nein, Quatsch. Schuhgröße. Schuhgröße? Ja, tatsächlich 46. Wieso? Warum fragst du? Wow, ich habe 45,5. Oh, niedlich. Naja, was? Nein, Quatsch. Niedlich, hätte ich jetzt fast gesagt. Kinder sagt, naja, fast. Ja. Du folgst uns auf dem Fuße. Okay. Wow, ich mach deinen Schuh hier. Gut, jetzt kommen die ganzen schlechten Witze. Ja, das ist halt hier. Hilfe. Ach, mit Fußpilz kannst du an der Wand langlaufen. Ach du meine Güte. Ja, und das hat weniger was mit Trauen zu tun. Ja, ja. Ja, ich wollte auch nicht jetzt mehr mit Rache. So. Habe ich das schon? There must be a link with the Seaway map. Genau. Island Set Dingens. Okay. Müsste ich nochmal gucken. Hinweise. Alter! Ah, meine Fresse. Sudaika, hallöchen. Ich werde diesen Sound auf jeden Fall rausnehmen. Definitiv rausnehmen. Schön, dass du da bist, Sudaika. Schön. Seht ihr eigentlich alles so? Ah! Alter! Keno! Dein Halleluja habe ich doch sofort erkannt. Ich wusste doch, dass du mich damit abfacken willst. Willkommen hier im Stream. Und Denise klippt wieder fleißig, ich weiß.
Auch wieder Denise. Ach ja, Alter. Ja, da sind wir mehreren Accounts reingeschrieben. Auch wieder Denise. Ich hasse es. Ich hasse es selbst und ich kenne das Spiel eigentlich sehr gut. Alter! Alter, Alter. Man hat sich echt Fresse, Chrissy, genannt. Bist du jetzt auch wieder Denise oder bist du jetzt tatsächlich mal eine andere Person? Hallöchen jeden. Das Spiel ist halt auch so. Das ist. Ficken! Alter! Das. So. Ich werde. Hördese! Ficken! Alter, ihr seid so fies, ey. Ausgerechnet eine der schlimmsten, ey. Oh, und ich hab das auch noch so. Oh, wow. Oh ja, stimmt. Hördese, ficken! Fotze! Scheißdreck! Tourette-Anfall! Ficken, Alter! Mirko von das Mirko LP, der hat das Let's Play, das Alter, fick dich. Ich kenne diesen Jumpscare, verfickte Scheiße. Trotzdem hat er mich jetzt wahnsinnig erschreckt. Das geht doch nicht, Alex. Buch haben und darauf schlagen müssen. Bom, hehe, tschüss. Genau, schlagen auf, ah, jetzt geht das. Oh, sorry. Oh Gott, ich wollte das nicht. Scheiße, jetzt habe ich ihm den Kopf abgetrennt. Tut mir leid, Kollege, das kann man bestimmt. Tut mir leid, kann man nicht, genau, kann man nicht. Bah! Fick dich, Mensch, ich will einfach nur sterben, dummes Arschloch. Ja, jetzt den Wunsch erfüllt. Ja, Denise, Hallöchen und willkommen zurück. Oder. Ach, fick dich, du Schweineficker, ey, ernsthaft. Kannst mich mal am Arsch lecken, Junge. Soll ich. Oh Mann, fick dich! Bist du nur Scheiße, ey. Boah, was bist du für ein dummer Wichser, ey. Jetzt kann der 3000 Punkte durch mich, ey. Oh, fick dich, du dummer Sch. Aber das bist und du ja, doch gar nicht. Wort gewandt, ich weiß. Ja, ein alter Knochensack. Also der Mensch muss erst noch bewiesen werden. Bis jetzt bist du nur eine Stimme. Stimmt, ja, stimmt, tatsächlich. Ja. Das ist allerdings wahr. Ich soll mich beruhigen. Ja, genau. Dass man kurz wegkommt wieder und hört sofort, jetzt bin ich halb nackt. Ja. Oh, es tut mir leid, Chrissy, es tut mir leid. Sei froh, dass du das nicht siehst. Sei froh, dass ich keine Cam benutze. Deswegen wird dir dieser Anblick erspart bleiben. Okay. Ah, warte mal. Muss genau in der Sekunde jemand dagegen hauen, während ich da rein will, ey. Oh. Gosh. Ja, beruhig dich, genau, Anime Boy, beruhig dich. Ja, genau. Ich soll mich beruhigen. Na, danke. Wenn wir uns alle wieder beruhigen und da kommen hier nun zum Abschluss eine kleine Filmvorführung. Ja, von Alex eine kleine Filmvorführung. Bitte beachtet, dieses Video ist ab 18. Wer sowas nicht aushält, bitte Ton ausmachen, solange. Und das meine ich jetzt. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Goch, okay. Willkommen zur Filmvorführung, einer neuen Rubrik auf meinem Kanal, in der ich dir bekannte und für dich vielleicht auch unbekannte Filme zeige, die dein Interesse wecken könnten. Wenn dir gefällt, was du siehst, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wenn es dir nicht gefällt, über ein Dislike. Und falls du etwas mitzuteilen hast, mach das doch gerne über einen Kommentar. Warte mal, du freust dich, wenn Leuten das, wenn es Leuten nicht gefällt, dass sie dir einen Dislike geben? Also ich würde sagen, wenn es euch nicht gefällt, dann geht doch einfach. Also es ist halt Standard, würde ich sagen. Wenn es gefällt, dann ein Like. Wenn es nicht gefällt, dann Dislike. Naja. Okay. Und wenn du keine weiteren Filmvorführungen verpassen magst, dann klick doch einfach auf Abonnieren, aktiviere die Glocke und stelle die Benachrichtigungen auf alles ein. Vielen lieben Dank. Und jetzt geht es los. Ja. In dieser ersten Filmvorführung möchte ich dir gerne den Film Dumm und Dümmer vorstellen.
Erschienen im Jahr 1994, war er einer der umstrittensten Filme seiner Zeit. Hauptdarsteller Jim Carrey wurde nach Veröffentlichung sogar für die Goldene Himbeere nominiert, als schlechtester Newcomer des Jahres. Und auch einige Details, die im Film auftreten, machen die Alterseinstufung fragwürdig. Dennoch wurde er ein Hit und meiner bescheidenen Meinung nach zum Kultfilm. Harry Dunn, gespielt von Jeff Daniels, und Lloyd Christmas, verkörpert von Jim Carrey, sind zwei liebenswerte Trottel vor dem Herrn. Als Randfiguren der Gesellschaft versuchen sie sich mehr schlecht als recht mit mies bezahlten Jobs über Wasser zu halten. Harry schlägt sich als mäßig talentierter Hundefriseur durch, dessen weithin sichtbares Markenzeichen ein als Hund verkleideter Van ist. Lloyd dagegen fährt als Chauffeur diverse gut betuchte Fahrgäste durch die Gegend. Mein Van sind nicht Petey. Ja? Der ist tot. Oh Mann, das tut mir echt leid für dich. Wie ist das passiert? Ihm ist der Kopf abgefallen. Ihm ist der Kopf abgefallen? Ja, er war aber auch schon alt. Was? Die sympathischen, aber nicht mit allzu viel Intelligenz gesegneten Freunde träumen davon, einen gemeinsamen Wurmladen zu eröffnen. Oh, kommt noch die Stelle, wo er die Zunge an die Eisstange da tut? Nein, die Szene habe ich jetzt nicht. Oh, schade. Gemacht. Die war lustig. Sorry. Der Titel Wir haben Würmer. Damit dies klappt, quälen sie sich durch ihre Fastenjobs. Bis eines Tages eine wunderschöne Unbekannte, Mary Swanson, gespielt von Lauren Holly, in Lloyds Limousine einsteigt und zum Flughafen gefahren werden möchte. Lloyd ist vom ersten Moment an hin und weg und sieht ihr verträumt nach, wobei er bemerkt, wie sie einen Koffer mitten auf den Gang des Flughafengeländes stellt. Im Glauben, sie hätte ihn dort vergessen, rennt er ihr hinterher und schnappt sich den Koffer, schafft es aber nicht mehr, ihr den Koffer zurückzugeben. Mit dem Koffer zu Hause angekommen, überredet Lloyd seinen Kumpel Harry, der unbekannten Schönen, zu folgen, um ihr den Koffer persönlich zurückgeben zu können. Ja, genau, Chris, wir haben Würmer. Doch als Roadtrip beginnt, wird für die beiden unbedarften Trottel unmerklich zu einer nicht ganz untödlichen Verfolgungsjagd. Denn was sie nicht wissen, zwei Profikiller sind ihnen dicht auf den Fersen. Wenn dir diese erste Filmvorführung gefallen haben sollte, freue ich mich, wenn du bei der nächsten spannenden Vorführung wieder mit dabei bist. Und solltest du einen Film kennen, der unbedingt vorgestellt werden muss, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Mach es bis dahin gut, genieß den Tag und bis zum nächsten Mal. Okay, ich dachte, jetzt kommt nochmal eine Stelle, wo du ausrastest, aber okay, das war wirklich eine normale Filmvorstellung. Sehr cool. Ja. Ich bin der Einzige, der noch nicht gesehen hat. Jeder kennt den. Ja, Anime Boy, dann aber ran da hier. Musst du mal gucken. Also, ich finde den auf jeden Fall sehr gut, deswegen habe ich ihn noch vorgestellt. Aber, naja. Ich fand jetzt, zum Schluss war das vielleicht nochmal ein ganz guter Absacker. Ja. Wann hat der mit dem Ganzen angefangen? Mit dem Ganzen. Was meinst du mit dem Ganzen? Was genau? Atmen vielleicht, keine Ahnung. Hast du angefangen zu atmen? Erzähl mal. Da war ich noch, ja, da war ich noch sehr jung. Ja. Ich habe mir auch damals überlegt, so, als ich geboren wurde, atme ich jetzt oder nicht? Habe ich Bock darauf? Ist das meine Natur? So, ist das auch gesellschaftlich akzeptiert? Ich weiß auch nicht. Aber ja, ich habe es dazu getan. Man lacht da jetzt drüber, aber tatsächlich habe ich als Kind sehr, sehr oft das Atmen einfach aufgehört. Das geht doch nicht. Ja. Twitch, YouTube, das meinte ich, ja. Twitch, YouTube. Ach, das hatten wir ja eigentlich schon, die Frage von Dingens, ne? Von dir. Ja, kannst du gerne nochmal sagen, wann du angefangen hast. Uff, also mit Twitch, das ist sehr, sehr spät gewesen. Das war eigentlich eher, ach Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Wie lange habe ich jetzt meinen Jedermann und meinen Melomanite-Account, den hatte ich ja davor. Dann kam Jedermann und jetzt Kilo Dragons, da bin ich dabei. Ist auch schon ein paar Jahre her. Also ich glaube 4 Jahre maximal, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und mit YouTube, das ist seit 2010, 2011 ungefähr. Da habe ich dann aktiv mitgemacht. Also ich bin halt schon sehr lange eigentlich dabei. Naja, ich habe 2 Jahre später angefangen, ne? Ja, gut, dann folgst du mir nach. Auf dem Fuße. Mal zu hier. Verbindung trennen. So, Verbindung ist getrennt und wir sehen nochmal. Das geht doch nicht! Das geht doch nicht. Wir sehen nochmal ganz kurz den Alex. Yay! Jawohl. Ja, dann hallo. Du darfst nochmal zum Abschied nochmal was zu den Zuschauern sagen.
Ja, bleibt gesund und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder eine schöne gute Nacht. Ja. Gut, ich schaue jetzt mal nach dieser Tanzikatz. Das geht doch nicht! Das geht doch nicht. Danke. Mal gucken, was sie so für Content macht. Schauen wir mal. Tanzikatz. Was macht die denn? Das Hades? Das KK dieses Spiel. Okay. Ja, 12 Zuschauer. Wollen wir mal. Ja, können wir mal machen. Ich gehe sowieso noch zwischendurch zu Dings rüber. Machen wir mal den Raid. Alex, der Poet. Naja, es geht. Ich habe einfach nur einen schönen guten Abend gewünscht. Der Poet, ja. Okay, kommt mal bitte alle mit rein. Sag mal Hallo von mir auch. Beziehungsweise haut erst die Emojis rein und dann ein Hallo. Und wir sehen uns dann am Dienstag wieder zu einer Runde Among Us. Und ja, Alex, danke fürs Mitmachen. Oh, bitte, bitte. Hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. War cool. Ich sage, wie immer, ciao mit V, tschüss mit Ö, ihr lieben Drachen da draußen und sonstige Leute, die gerne meinen Stream geschaut haben.